Seid ihr herzlich willkommen. Was denkt er über dich? Sein jetzige momentane Situation beschreibt hier diese Karte und das symbolisiert der Teufel. Das hat mehrere Bedeutungen. Entweder sind falsche Personen in seiner Umgebung, sie lügen oder betrügen ihn. Aber dieser Teufel kann auch bedeuten, wenn er falsche Gedanken hat, wie zum Beispiel, das schaffe ich sowieso nicht, oder falschen Gefühlen wie Angst, Zweifel oder Schuldgefühl. Er kommt gerade mit seinem Leben nicht klar. Er sollte erstmal diese Teufel entfernen. Und jetzt schauen wir an seinen Gedanken. Die Zahl 4 bedeutet, er braucht die Sicherheit und Stabilität. Er sucht auch deine Nähe. Er meldet sich bald und hier sehen wir das Schriftliche und das Mündliche. Also er schreibt, aber er möchte gerne mit dir auch sprechen. Und die nächste Karte zeigt seinen Gefühlen. Hier sind die Kelchen und das ist wie ein Fest oder eine Vorbereitung von einem Fest. Und das zeigt seinen wahren Gefühlen bezüglich auf dich. Aber die Zahl 9 hier bedeutet die Einschränkungen. Entweder er traut nicht über Gefühlen sprechen, er zeigt es nicht, oder in seinem Leben sind noch Einschränkungen und er kann keine Schritte machen. Er sollte eigentlich diese Hindernisse bewältigen. Allerdings, das kann auch seine Ängste sein. Und was ist sein Plan, was dich betrifft? Hier steht er im Mittelpunkt und das ist seine Erwartung. Er möchte gerne, dass du auf ihn aufschaust oder ihn bewunderst. Oder dass er Anerkennung bekommt. Dann spielt dieser Hund auch eine Rolle. Das kann die Freundeskreis, Bekanntenkreis sein. Und die sprechen auch, zeigen die Vögel, weil die symbolisieren die Gespräche. Was dieser Hund noch bedeutet, die Treue. Er möchte beweisen, dass er treu ist. Er möchte dir das sagen. Und er erwartet von dir, dass du zuhörst, dass du an ihm glaubst. Diese Karte bedeutet der Sieg. Er möchte als König darstellen. Und was denkt er über dich? Dass du das annehmen sollst. Und das sind seine Wünsche und seine Hoffnung, was er noch gerne möchte. Einen gemeinsamen Lebensweg oder die Träume verwirklichen. Nicht alleine, sondern mit dir gemeinsam. Die Zukunft liegt hier. Und das ist sein Gedanken, das sind seine Gefühle, das ist seine Erwartung. Er vertraut deiner Liebe und er hofft an diesem Liebesglück. Und wie sollst du reagieren oder was kannst du erwarten in die Zukunft? Mit ihm natürlich. Hier zeigt sich eine neue Richtung. Wenn die Kommunikation stimmt und er
kann über Gefühle sprechen und du kannst ihm vertrauen und du kannst die Zukunft vertrauen und habt ihr diese Teufel besiegt, dann geht alles in eine neue Richtung und hier liegt die Hoffnung und die Liebesglück. Und was plant er in die Zukunft? Diesem goldenen Palast ist die Wunscherfüllung. Es ist ein langer Weg, bis ihr das erreicht. Der Mond im Hintergrund zeigt die Träume und er möchte diesen Traum verwirklichen. Genauso wie hier diese Karte das auch darstellt. Aber dazu braucht man das Vertrauen, daran zum Glauben. Und das wäre wichtig, die Glauben stärken. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.